Ja, die Tribünen sind ja auch was Spezielles, weil die unter Denkmalschutz sind. Das ist einer der ersten Stahlbetonbauten aus der Ära kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Um 2000 herum wurde die erste Tribüne komplett renoviert und modernisiert. Die anderen zwei Tribünen, leider Gottes, besteht auch kein Bedarf mehr dafür und die sind halt ein bisschen dem Verfall preisgegeben. Nicht gleich so wiederholen, aber ich möchte. Natürlich, der Altersschnitt ist trotzdem relativ hoch. Nicht? Es ist natürlich auch so, es ist ja nicht so einfach, das zu durchschauen. Man muss die Sportzeitung richtig lesen, kann das Programm lesen, wie schaut das aus, wie sind die Formen von dem Pferd und so. Natürlich gewinnen manchmal Favoriten, aber dann ist er wieder ein weniger gewettetes Pferd oder Außenseiter dabei. Und dann kann es schon passieren, dass dann ein Jackpot zustande kommt. Dass er die Wette nicht erraten ist, am nächsten Renntag womöglich wieder nicht. Und dann summiert sich das immer wieder auf und je höher der Jackpot, umso höher auch die Wetteinsätze der Spieler. Und da können so etliche zigtausend Euro einmal zusammenkommen. Das ist fürs Wetten einmal wichtig. Aber das Interessante ist, dass habe ich oft die Erfahrung gemacht, jemand, der zum ersten Mal auf die Rennbahn geht und rein nach Guster spielt, hat meistens einen Erfolg. Die erste oder zweite Ritt geht meistens hinein, die sitzt. Dann schaut es schlecht aus. Aber. Das erste Rennen, das ist über 2100 Meter Autostart, für Pferde, die bisher in ihrem Leben bis zu 17.000 Euro gewonnen haben. Ja, Favorit ist Kiwi Superstar, die Nummer 11, mit dem Gerhard Meyer, dem vielfachen Champion. Aber es ist auch die Nummer 10, Gregor Grimmer mit Santiago Diamond, mit sehr guten Chancen. Gewonnen hat das Rennen die Nummer 5, das Pferd Hillary, eine 6-jährige braune Stute. Die Hillary ist ein recht gutes Pferd, war aber nicht unbedingt der Favorit in dem Rennen, aber sie hat gute Platzchancen gehabt. Na, der hat jetzt seinen Stall woanders, da weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wo der ist. Na, wir werden schon drauf kommen. Schauen wir ein Stückchen vorne. Früher war das ganz anders, da waren also praktisch alle Trainer da, auch in ihren Stallungen, und sind alle Pferde da trainiert worden, oder der Großteil davon. Jetzt ist das also anders, was den Pferden aber sicher nicht schlecht tut, weil es natürlich zu Hause mehr Auslauf haben, mehr Möglichkeiten haben und nicht 23 oder 22 Stunden im Stall stehen müssen. Nicht? Ja, ich habe mir überlegt, eigentlich bin ich deswegen noch zum Studium nach Wien gegangen, weil es da eine Rennbahn gibt. Das war auch mit einer der Gründe, weil Jus hätte in Innsbruck auch studieren können oder in Graz, aber Wien war das Anziehende. Da waren zwei Rennbahnen, damals hat es ja auch die Galopper noch in der Freudenauer gegeben und das war halt eine sehr, sehr schöne Zeit, da habe ich keinen Renntag ausgelassen. Da ist sie. Grüß Gott Herr Meyer, grüß Gott Frau Meyer. Ja, der Gerhard Meyer ist also 20-facher Champion, 23-facher Champion. Man verliert ja die Zahlen schon langsam. Und ist also praktisch der Dominator. Und er ist ja, das Aushängeschild des Trabrennsports in Österreich, kann man ohne weiteres sagen. Formel 1, ja? War am Boden. Ja? Kam Bernie Ecclestone, heute ein Millionengeschäft. Ja. Skifahren,
Skifahren war Weltcup, haben da ORF schon überlegt, ob sie noch weiter übertragen. Ja? Mhm. Also aus der Kitzbühel und dies und jenes. Ne? Kam der Schrölzi und es ist halt ein Millionengeschäft. Ja. Ich denke, dass da schon Potenzial nach oben wäre. Also die Vereine oder speziell hier Wien mit einer 2 Millionen Metropole im Genick, im Hintergrund so zu positionieren, dass es wieder Zukunftsmelodien gibt im Trabrennsport. Der Präsident und so weiter, also auch die Geschäftsführung, hat er auch gemeint, sie schaffen das und auf das warten wir jetzt auch natürlich. Ja. Hoffen wir es. Ja. Herr Meyer, danke vielmals. Sehr gerne. Und alles Gute. Dankeschön. Ja, schwierig, gell? Ja, einfach ist es nicht.